Glück auf, ihr Lieben, und willkommen beim sechsten Teil des zweiten Buches. Hier geht es um die Sonne und den Mond, wie immer, aber diesmal auch um die schwarze Sonne und ein bisschen um die Polarlichter. Die schwarze Sonne ist unter dieser Erdplatte und sie ist dafür zuständig, dass Sonne und Mond existieren. Das hat man im vorhergehenden Video bereits erklärt, wie das passiert mit der positiven und der negativen Energie. Und diese Polarlichter entstehen, ne, die stehen ja immer ganz weit nördlich. Bei uns im Süden sieht man sie nicht. Und zwar entstehen diese durch dieses Loch, das quasi am magnetischen Nordpol existiert, in der Mitte von Hyperborea. Hyperborea sind die Kontinente am Nordpol. Da gibt es alte Karten. Ist bei mir in einem anderen Video in der Playlist verlinkt. Kann sich jeder anschauen. Dann haben wir hier dieses kreisförmige Feld, was dieses umgibt. Ja? Und hier haben wir den magnetischen Norden. Und die Polarlichter entstehen, weil hier am magnetischen Norden, wo die Kontinente des Hyperborea sind, die auf keinen Karten mehr zu sehen sind, auf alten Karten sind sie zu sehen, hier ein Loch entsteht und dadurch entstehen diese Polarlichter. Was ich sehr schön finde in diesem Buch von diesem Griechen, er erklärt wirklich alles und es macht auch Sinn. So, die schwarze Sonne bewegt sich unterhalb der Erde, aber immer noch innerhalb dieses ringförmigen toroidalen Feldes. Ja, sie ja, ist elektromagnetisch und das Zentrum ist der magnetische Norden. Dadurch entsteht ja überhaupt. Polaris ist fix. Das ist der Nordpolarstern. Ja, der ist immer an derselben Stelle. Das wissen wir auch. Und die Sonne bewegt sich hier in der Mitte. Ja, der Polarstern bezeugt den magnetischen Norden. Die schwarze Sonne kreiert die Sterne als Reflexion der Erde und wie wir es im vorhergehenden Video hatten, haben wir die höchsten und die niedrigsten Punkte als Sterne auf dem Mond wiedergegeben und zwar als Reflexion, weil sie auf der Erde existieren. Und diese Sonne, die schwarze Sonne, sorgt dafür, dass die Reflexionen, weil sie strahlt durch die Erde auf den Mond, da existieren. Die Sonne, also der Durchmesser des Bewegungsradius der einzelnen Kreise, ist immer ein bisschen unterschiedlich. Daher kommen diese Mondphasen zustande. Dieses kreisförmige Feld ist von groß bis klein zu sehen und die Sonne geht, oder die schwarze Sonne, ich muss hier differenzieren, geht von dem äußeren Ring auf den mittleren, auf den weiteren mittleren und dann auf den inneren und so geht es immer hin und her. Also es ändert sich sozusagen, weil dieses Feld einfach dynamisch ist, wie es meist in unserer Welt, ja. Diese schwarze Sonne es strahlt elektromagnetische Energie nach oben und diese elektromagnetische Energie wird hier refraktiert. Hier ist ein schönes Beispiel zu sehen. Elektromagnetische Energie geht rein und dann haben wir die Regenbogenfarben, die da hinauskommen, was unser Farbspektrum ist. Ja? So kommt unser Farbspektrum zustande. Und diese elektromagnetische Energie führt dazu, dass eine Positivenergie, die Sonne, und eine Negativenergie, der Mond, entsteht. Und diese fokussieren sich natürlich hier in dem Bereich, in der Ionosphäre oder über der Ionosphäre und wie wir es in vorherigen Videos haben, durch die Gase, die Edelgase, die um die Sonne sind, aktiviert sie, werden diese aufgeladen und fluoreszieren und so entsteht Sonnenlicht. Ja? Mondlicht haben wir ja auch in einer gewissen Art und Weise, ist nur nicht so stark. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist wenn der Mond scheint, der Schatten wärmer als da, wo das Mondlicht hinscheint, weil die Sonne ist genau umgedreht, was wieder dafür spricht, dass die Sonne Positivenergie und der Mond Negativenergie ist. Ja, dieser konusartige, ja, diese konusartige Bedeutung dieses Kreises führt auch dazu, dass wir die Sonne und Mond im Kreis sehen. Ja. Durch die schwarze Sonne. Das heißt, in dem Fall, die schwarze Sonne ist die schwarze Sonne ist die Source, der Hauptgrund für alles, was überhalb dieser Erdscheibe entsteht. Ist auch witzig, wenn man darüber nachdenkt, ne? Alles, was unten drunter passiert, ist verantwortlich für das, was oben drüber passiert. Sollte man sich auch Gedanken machen. Aber das zu dieser Seite.
der Erde. Ja, was auch noch dazu kommt, der Mond, ja, als Spiegelbild der Erde, als sozusagen ein Live-X-Ray, ein Live-Röntgenbild, ja, und dann haben wir natürlich die Sonne, die diese Lichtenergie in sich trägt. Sind wir auch wieder bei der Mythologie, wobei ich sagen muss, Mythologie ist wahrscheinlich Geschichte und Geschichte ist Mythologie. Wenn man da genau drüber nachdenkt, in der Mythologie ist ja auch immer die Sonne das Positive, der Mond das Negative, das Gute, das Böse und so weiter und so fort festgehalten. Ja, ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber wie man hier sieht, die Sonne ist das Positive, der Mond ist das Negative, zumindest energietechnisch und sorgt natürlich auch für was anderes. Hier haben wir noch erklärt, wie sozusagen die Halbsonne, der Halbmond, Entschuldigung, der Mond und der Halbmond entsteht. Das kommt durch die Bewegung der Sonne halt von innen nach außen und so weiter und so fort. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Ich denke, das dürfte klar sein an dieser Stelle. Und dann bildet sich natürlich ein Konus, ja. Und dieser Konus mit dem Spiegelbild ergibt dann auch die verschiedenen Mondphasen, Halbmond etc., einfach weil die Sonne das anstrahlt. Also wie gesagt, die NASA ist gar nicht so weit weg mit ihren Ansichten der Welt. Aber wie es halt ganz, ganz oft ist bei den besten ja, Verarschungsmechanismen, es wird zu 90% die Wahrheit gesagt und die letzten 10% sind gelogen. Und so macht es auch die NASA in dem Fall. Aber genug zu diesem Thema. Ja, dann sind wir wieder bei den Achsen. Ihr seht, er analysiert im Buch alles wundervoll, erklärt die Achsen in vorhergehenden Teilen und bezieht das dann auch auf die Erde. Und dann haben wir die beiden Zentren mit einer vertikalen Linie genommen und dann haben wir die Achsen der verschiedenen Phasen auf der Erde wieder dargestellt. Ja. Ist manchmal ein bisschen schwer zu verstehen. Dazu müsste man das Buch dann mal runterladen. Ich finde es leider zurzeit nicht mehr, aber ich denke, ich habe jemanden, der weiß, wo dieses Buch existiert. Und werde es dann auch recht zeitnah in die Verlinkungen werfen. Ja, hier schauen wir uns nochmal von der vorgehenden Teil an, die Achsen des Mondes, ja, die sind entscheidend bei der nächsten Betrachtung. Und dann kommen wir zum Phänomen des Tageslichts. Wie gesagt, die Gase um die Sonne werden fluoreszierend und umso weiter es weggeht, umso weniger aktiv sind diese Gase. Das heißt, da wo die Sonne ist, ist Licht, da wo die Sonne nicht mehr hinreicht, ist Dunkelheit. Einfach gesagt, ja. Ja, hier, das hat man schon im vorgehenden Video, die Gase um die Sonne werden sozusagen geladen. Ne? Die Gase sind alles Edelgase und diese fluoreszieren dann und ergeben dieses Licht. Wir haben da dieses helle Licht, gelb, so wie wir die Sonne sehen. Das, was nah, wenn man nah an der Sonne ist, umso weiter sie weg ist, umso weniger geladen sind diese Teilchen und dadurch ergeben die Edelgase auch eine unterschiedliche Farbe. Was dazu führt, dass wir die Sonne von gelb bis hin zu rot, manchmal tief dunklen Rot sehen. Je nachdem, wie gut die Sichtweite ist und wie weit die Sonne strahlt, da entgegen aller ja, physikalischen Ansichten das Licht nicht unendlich weit strahlt, sondern auch an einem bestimmten Punkt nicht mehr zu sehen ist. Ja, dann sehen wir hier anhand des Mondes kann man erkennen, dass die komplette Erde ja, 50.000 Kilometer im Durchmesser hat. Unser Teil ohne Eis hat 35.000 Kilometer Durchmesser. Das lässt sich auch gut berechnen anhand der wirklichen Größen der Kontinente. Ihr kennt diese ganzen Videos, wo steht, ja, die wirklichen Kontinente sind falsch und so weiter und so fort. Das ist hier nicht so, ja. Und hier haben wir nur die verschiedenen Werte noch eingetragen. Ne? Also die Sonne ist Altitude ist 5.500 bis 6.000 Kilometer und der Mond auch. Also schwankt ein bisschen nach oben und unten. Hat einfach mit den Bewegungen zu tun. Und dann haben wir auch die Durchmesser von Sonne und Mond, die gleich sind. Hier sind wir bei der astronomischen Uhr. Hier kann sich jeder gerne selber damit beschäftigen, was wie wo was bedeutet. Mir ist es nur wichtig, dass es jeder mal gesehen hat. Und hier kann man auch erkennen, du hast halt diese zwei Scheiben und jede Scheibe ergibt die verschiedene Uhrzeit, dann mit den Mondsternen und den Tierkreiszeichen dazu. Und
wie wir vorher schon festgestellt haben, dieses Symbol, ne, das ist die komplette Erde wahrscheinlich, oder der komplette Mond, je nachdem, wie man es sieht. Und hier haben wir unseren Teil, wo dieses verschoben ist. Ja, also liegt einfach daran, weil das magnetische Zentrum hier ist. Ja, und hier haben wir quasi ja, die Terra Vista Funktion. Hier ist es auch nochmal eingezeichnet. Ich wollte es nochmal in dem Video mit reinbringen, weil es auch in dem Buch mit drin ist. Ist natürlich immer schön zu sehen, wie dann alles Sinn ergibt, ne? Die Wahrheit erkennt man immer daran, dass bei steigender Komplexität immer mehr Sinn dahinter kommt. Ja, ja hier könnt ihr gerne das Video anhalten. Ja, hier erklärt er ganz genau, wie diese Ohr existiert. Ich bin noch nicht zu 100% dahinter gestiegen. Also lesen kann ich sie noch nicht, aber ich weiß die Funktionsweise zu 90%. Daher will ich auch an dieser Stelle nichts Falsches sagen und beende damit dieses Video und wir sehen uns im nächsten Video.